Hallo, hier Christoph von TapTech.de und das hier ist ein erster Vergleich zwischen dem Huawei MediaPad 10 FHD und dem Apple iPad 3 oder der dritten Generation, das neue iPad einfach. Wir haben hier das Retina-Display mit IPS und hier das Full-HD-Display, ebenfalls IPS-Display. Und ja, leider können wir keinen direkten Vergleich mit gleichen Bildern und sonstigen machen. Ihr seht hier aber schon, sowohl beim iPad als wie auch beim MediaPad FHD sieht man hier keine Pixel bei den Icons oder sonstigen. Das heißt hier, der Unterschied zwischen den Displays eigentlich nur minimal, was sehr krass auffällt hier, wenn man beide Geräte zur gleichen Zeit in der Hand hält, dass hier das Huawei MediaPad wesentlich leichter ist und meines Erachtens auch besser zum Halten, da es einfach auch flacher ist, hier die Kanten auch schön abgerundet sind und so kann es eigentlich in jeder Position gut gehalten werden. Und das auch im Vergleich zum iPad 3, das zwar auch die abgerundeten Kanten hat, aber ein bisschen dicker ist und auch um einiges schwerer und merkbar schwerer ist. Von der Oberfläche her haben wir hier Android Ice Cream Sandwich, währenddem wir hier ja iOS haben. Das heißt eigentlich nicht direkt vergleichbar, aber auf jeden Fall sehr geniale Geräte. Der Vorteil von dem Gerät nochmal, wir können den internen Speicher hier erweitern. Es gibt eine 3G-Variante, beziehungsweise die kostet dann nur 429 oder 449 Euro. Also hier auch ganz netter Preis. Im Vergleich dazu kostet hier die kleinste Variante mit 3G 599 Euro. Also ist das sicherlich eine Überlegung wert und für mich auch mit Android einer der besten iPad-Konkurrenten, die momentan oder bald auf den Markt kommen. Das war's, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.